Mayonnaise. Mit Ketchup, nee. Nee, Leute, willkommen zurück zu 4-3 im Koop mit B-Silex als mein Koop-Partner. Komm, mach ein Foto. Souvenir von Mayonnaise. So, von oben James. Okay, wir sind immer noch am Flughafen und Mama hat ihre Wehen, wie ihr seht. Die werden aber schlimmer, möchte ich mal meinen. Oh ja, aber so richtig. Guck mal in den Himmel, der sieht so richtig geil aus. Ja. Kennst du Stalker, den ersten Teil? Ja. Ja, so erinnert mich das gerade. Wenn der Himmel so kirschrot wird, ganz zum Schluss, wenn man im Reaktor ist, das ist richtig genial. Ja, genau. Wow. Ich finde es ja lustig, dass sie immer noch Soldaten von denen rumrennen, obwohl die so anfällern. Guck mal, Jin kann sich nicht entscheiden, ob sie Deutsch oder Englisch mit uns spricht. Oh, warte mal, hier ist eine Leiche. Nachher spricht sie Englisch mit uns, oder? Ja, jetzt spricht sie gerade Englisch, normal so Deutsch, aber wie gesagt, sie kann sich nicht entscheiden. Das ist aber wohl diese gekattete Version. Oh Gott, ich hole mir schnell was. Ja, hol dir den. Ja. Okay, ach, das sind die Kleinen, aber ist auch nicht schlimm. Die sind auch kann ganz auch okay. Kann mir auch einen holen, Moment. Yeah. Kleiner Roboter. Auch drin. Die sind auch ganz cool mit ihren Granatwerfern, da kann man nämlich so ein bisschen vorzielen. Stirbst du jetzt? So. Yeah, wieder Roboter-Action. Oh, müssen wir da was aufsprengen? Schau mal. Oh nee. Ja. Cool, hast du das gesehen? Ja. Oh, Mama. Da ist hier so ein blauer. Ich seh's gar nicht. Ja, der ist hier, wie da hinten ist er jetzt. Ach, guck mal, wir können aber jetzt sprinten. Oh nee, jetzt dashen wir so, wie ich schon gesagt habe, weißt du? Oh, was ist. Nee. Ach Gott, wir gegen den großen, den Strahl und schießen, komm, Strahl und schießen. Ja, oh nein! Muss ich eben nachladen? Ich bin überhitzt gerade. Ja, das meinte ich ja auch mit Nachladen. Ah, dann musst du einfach nur G-Taste drücken, dann hast du Strahl, weil der ist ja immer. Ja. Oh, ich bin gleich kaputt. Nein! Das war meine Schuld, tut mir leid, aber der ist glaube ich weg. Oh nee, ich muss aussteigen. Ah, ist der kaputt schon, der Große? Ja, den habe ich putte gemacht. Ich gehe kurz in Deckung. Ja, und da bin ich schon raus. Warte, ich schmeiß mal eine Schockgranate auf die, dann hast du es leichter. Die sind jetzt schon weg. Also du kannst dir die eigentlich sparen, wenn du willst, aber naja. Nein, mein Roboter ist explodiert. Ja, dann komm her. Ich kann da übernehmen. Nee, passt schon. Bleib drin. Ich möchte das ja so machen. Okay, wenn du meinst. Ich bin aber nicht so tauglich, habe ich schon gemerkt, für die Teile. Ich bin mehr so der Rumlauf- und Ballerer-Typ. Tiu. Ja, aber so eine Sicht von den Dingern ist, glaube ich, mal cool. Ich finde dieses Dashen geil. Was? Was war da? Ist das Pax? Hä? Ja. Nee, das ist Beckett. Unser. Achso, mein Scherz. Was? Sieg im Terminal, Errungenschaft. Lasst mich doch in Ruhe. Okay. Keine Order, Cam? Wer seid ihr? Wer seid das? Was wollt ihr denn? Darf ich? Das wird ihn umbringen. Oh, das wäre so cool. Oh, bitte lass mich den jetzt spielen können. Ohne Inhalt. Er will nur noch vergessen. All diese Tests, die Operation. Sie konnten mit Mutter keinen neuen Prototypen mehr schaffen. Also haben sie es auf künstlichem Wege versucht. Er ist wie wir, Bruder. Oder zumindest wurde er dazu gemacht, wie wir zu sein. Oh, der kämpft gegen mich an. Ich glaube auch, ja. Diese Metzger haben uns zu Monstern gemacht. Was wer du bist. Du bist ihre Missgeburt von Sohn. Ich bin wegen dir gekommen. Lecker.
Was kotzt denn da aus? Es stimmt, Bruder. Empfängnis. Du musst die dreckige Wade töten, die in ihr heranwächst. Das Kind. Muss. Das darf nicht sein. Das ist. Boah, du Scheiße. Grüße unsere Mutter. War's auch schön für dich. Sehr, sehr geschmackvoll. Alter Schwede. Also so ganz harmlos. Raus, geht weiter. Oh. Wir haben Spaß. Krabbe. Okay. If you really want more, then scream it out louder. Du hast Fette für diese Mission freigeschaltet und noch was anderes. Okay, und wir haben die Bonuszeit erreicht. Yay, yeah, ja. Unter 45 Minuten. Wenn wir es nicht drauf haben. Ja, auf jeden Fall. Du, ja. Wir rennen hier auf furchtlos durch, wie ihr seht. Ja. Oder? Sieht man's? Sieht man nicht wir irgendwo? Wir sind ganz gut, eigentlich, möchte ich meinen. Ja. Kann man so sagen. Aber warum sieht man den Schwierigkeitsgrad nicht? Doch, furchtloser Bonus haben wir ja. Okay. Also ihr könnt wirklich glauben, wir spielen es auch schwer durch. Ja, ich fand das ja gerade echt krass, dass du als Pointman Angst vor Alma hattest. Ja gut, da waren sie ja Kinder, ne? Und da war sie ja schon im Koma und sozusagen in der Geistform, weil ich glaube, da ist sie ja schon gestorben, als wir dann eben geboren wurden. Ne? Und deswegen, sie sieht sich selbst ja noch als kleines Mädchen, von daher ist das, glaube ich, ganz normal. Also ich finde super, wie im dritten Teil jetzt wieder mal die Story zurückgehoben wird, dass du wirklich mal alles darüber erfährst. Auf jeden Fall. Also es muss ja ein Ende haben, weil ich glaube nicht, dass es große Fortsetzung geplant ist, oder? Hast du da was gehört? Also ich jetzt nicht. Ich nicht, aber die Schreibweise haben wir ja alle schon mal überlegt. Ne? Ja gut, ich meine, es wäre schade, oder was heißt schade, aber ich finde, es soll schon irgendwie ein Ende haben, das Spiel, und nicht irgendwie wieder alles von vorne und so weiter und so fort, weil irgendwie muss es ja auch mal einen Abschluss finden. Wobei, ich würde mich freuen über noch einen Teil und dann wäre Ende, weil du lernst jetzt gerade alles nochmal neu und dann dieses finale Ding, das wäre geil. Nee, ich meine, ich finde jetzt ehrlich gesagt, weil im zweiten warst du ja Beckett, der eben gestorben ist, dieser nette Mann, der geplatzt ist. Dank deines Einwirkens. Entschuldigung, der war deswegen, mal zu fett. Ja, der hat nicht so ganz gepasst, ne? War ein bisschen zu eng. Ja. Und ja. Ich bin der Meinung, ich bin aber auch gespannt, was jetzt noch kommt. Also vielleicht haben wir hier das finale Ende. Sehen wir, wir sind ja noch lange nicht am Ende eigentlich. Das also, sehen wir dann, ja. Sehen wir auf jeden Fall. Eben, also ich hoffe mal, es geht noch ein bisschen, dass es jetzt nicht bald schon vorbei ist, obwohl es schon so einen Eindruck macht. Aber gut, ich würde sagen, wir haben wieder einen recht kurzen Part jetzt dafür mit viel Story. Also verhältnismäßig viel, wenn man da von Story reden kann. Und, viel Gerede von uns auf jeden Fall. Gerade. Macht ja nichts, ich glaube. Ne? Dafür haben wir so ein bisschen resümiert, das Kapitel. War auch ganz war auch sehr ansprechend, das Ding jetzt, finde ich. Nicht so leicht. Ja. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir das. Nächstes Mal geht's weiter. Und ich habe noch die letzte Frage eben. Habt ihr Bock, dass Bruger nochmal den Paxton Vettel spielt? Dann müssten wir das nämlich nachzocken. Ja, gut, bis wir den Teil jetzt hochladen, haben wir es hundertprozentig schon durch, deswegen, weißt du, das ist... Stimmt, ja, stimmt. Ja, gut, wir können es ja gerne nochmal, dann spielen wir es nochmal bis dahin, würde ich sagen, und dann ab nächstes Mal machen wir wieder andersrum, oder? Genau. Kein Problem für mich. Okay, gut, dann Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.